4. August 1984. Zum dritten Mal ist Chaostag angesagt in Hannover. Wie die Tage zuvor trifft man sich am Samstag vorm Hauptbahnhof. Über 1000 Punks waren es schließlich aus England, Frankreich, Italien, Holland, Bayern und sonst woher. Langsam aber sicher füllt sich der Opernplatz mit bunthaarigen Kampftrinkern. Über 3000 Bullen sind da und im Gegensatz zum Chaostag 83, als sie den Punks noch ihren Schutz angeboten haben, hört es sich dieses Jahr ganz anders an. Information für alle Punks und Skins. Sie sind an diesem Wochenende in Hannover. Ihre Absichten sind uns bekannt. Dazu teilen wir Ihnen mit, Recht und Gesetz gelten auch in Hannover für jeden. Alle lang, Kameraden! 1984 sind die Fronten klar. Skinheads waren auch in Hannover öfter bei neofaschistischen Treffen gesichtet worden. Neonazis und Fußballrocker kündigen an. Der Chaostag 1984 wird zerschlagen. Am EG kam es dann zur erwarteten Konfrontation mit den Glatzen. Die Bullen hatten sie hinter ihrem Rang als Lockvogel präsentiert. Sie durften ungestört Faschogesänge und den Hitlergruß abziehen, während die Bullen nach dem zaghaftesten Flaschenwurf gleich Jagd auf Punks machten. Die Demo endete schließlich am UAZ Glocksee. Die Antifaschisten fuhren nach Hause und die Punks richteten sich im UAZ häuslich an. Einbruch der Dunkelheit. Die Bullen fahren einige Hundertschaften auf. Flutlicht, Wasserwerfer. Die Glocksee ist dicht. Panik. Die Stimmung war schlecht am Sonntagabend. Die meisten fuhren gleich nach Hause und schworen sich, so schnell nicht wieder nach Hannover zu kommen. Die Bilanz ist auch nicht freudeerweckend. 200 Festnahmen, 120 Verletzte, vermutlich eine Prozesslawine und die Gewissheit, Bullen, Glatzen, Faschos und alle möglichen sonstigen Buffer gegen sich zu haben.